Bundesstaat Deutschland. Verfassunggebende Versammlung. Willkommen in Deutschland. Liebe Mitbürger, sofern Sie von der Staatsgründung zum ersten Male hören, sind Sie sicherlich verwundert und können diese Tatsache als Bundesbürger erst einmal nicht verstehen. Daher verdeutlichen wir die Zusammenhänge mit allen notwendigen Nachweisen in den nächsten Sätzen auf der gesamten Webseite. Die Bundesrepublik ist nicht Deutschland. Die Bundesrepublik hat sich 1973 als Feind gegenüber Deutschland bei der UNO eintragen lassen. Die Bundesrepublik ist Besatzungsrecht, aber seit dem 18. Juli 1990 ohne räumlichen Geltungsbereich und damit ohne eigenes Gebiet. Nachweis Bundesgesetzblatt 2, Seite 885-890 vom 23. September 1990. Sie verwaltet die Bewohner auf einem Teilgebiet von Deutschland, die unwissentlich an der BRD-Verwaltung teilnehmen. Der Staat Deutschland-Germany in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 hingegen wurde bereits während der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 im Schloss Cäcilienhof bei Potsdam von 54 Staaten der Erde als derivatives Völkerrechtssubjekt anerkannt und sollte 1990 zu einem originären Völkerrechtssubjekt werden. Dieser juristische Akt wurde nach der Freigabe der Gebiete im Jahre 1990 versäumt. An dessen Stelle wird die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik als ein vereintes Wirtschaftsgebiet Bundesrepublik Deutschland, Artikel 133 Grundgesetz, bis heute weitergeführt. Die Parteien der Bundesrepublik verschweigen ihnen diese Tatsache aus Angst vor einem Machtverlust und auch die Medien verlieren darüber aus vergleichbaren Gründen kein Wort. Allen geht es nur darum, dieses Deutschland um jeden Preis zu verhindern, um die Gelder aus dieser Situation abzuschöpfen und unter sich aufteilen zu können. Die Parteien und die Medien informieren die Menschen absichtlich falsch, um dieses Spiel nicht auffliegen zu lassen. Das am 2. August 1945 durch die Alliierten entstandene Völkerrechtssubjekt Deutschland hat die verfassunggebende Versammlung somit als einzige politische Vertretung. Am 1. November 2014 wie am 11. Oktober 2015 und vor allem am 4. April 2016 wurde von den dazu berechtigten und informierten Menschen für die Aktivierung des Staatswesens Deutschland-Germany vom 2. August 1945 endlich der notwendige Vorgang eingeleitet. Über die verfassunggebende Versammlung Deutschland entstand völkerrechtlich einwandfrei die vorläufige Organisation und erste Strukturen unseres gemeinsamen Deutschland. Der Staat Deutschland-Germany in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 ist damit als aktives Staatsgebilde auf den Weg gebracht und es sind schon viele 10.000 Menschen angekommen. Lesen Sie die wichtigen Inhalte dieser Webseite oder hören Sie den Regierungsmitgliedern von Deutschland in den nachfolgenden Sendekanälen zu. Deutschland-Germany ist da und wir warten auf die vielen anderen Menschen.